zu. Mal gucken. Das seht ihr dann. Und wenn nicht, dann kommt irgendwann anders. Wir haben jetzt gerade Montag, also wisst ihr, wenn Montag das Video kommt, dann. So, ich wollte auf den Berg da oben. Also hoch da. Und ja, solange man schießt, ist eigentlich alles gut. Ich meine, Zombies sind eine große Gefahr, aber ja, wenn man weiß, wie man denen aus dem Weg geht, eigentlich nicht. Seht ihr, die haben mich jetzt entdeckt. Ich kann einfach weiterrennen um die nächste Ecke und die sollten eigentlich weg sein. Das Problem ist, ich kenne mich auf der Map auch so was von gar nicht aus. Kann man dem Traktor da hinten fahren? Weil haben wir gerade nicht jetzt gleich ein Fahrzeug, ey. Natürlich mein erstes Ziel auf jeden Fall bessere Waffe und Fahrzeug. Hammergeil. Fuck. Ich möchte aber noch gerne ins Gear schauen. Dann locke ich den Zombie mal weg. Hier immer schön durch die Tannen laufen, dann verlieren die einen leichter. So ein kleiner Tipp am Rande, ne? Ich will zwar kein Desert Pro, aber kleines bisschen weiß ich schon. Okay, ja. Wäre der nur keinen Sprit, dann hätte ich den hier auftanken können. An dem Kanister da vorne. So, ich werde jetzt auch mal gar nicht auf den Chat achten. Einfach mal total ignorieren. So, ihr seht, die haben mich verloren. Ich gehe jetzt andersrum ums Haus. Also hier ist so die Runde. Weil ich jetzt gleich nicht wieder verfolgt. Ich meine, da könnte irgendwas drin sein. So. Wenn mir der Zombie da vorne ein bisschen Besorgen macht. Bisschen Besorgen, ne, ein bisschen Sorgen macht. Ich vermute, ich werde jetzt kurz warten müssen, bis der weg ist. So, das ist ja auch in einer gewissen Weise ein Geduldsspiel. Weil manchmal echt vorsichtig und ja auf jeden Fall auch geduldig vorgehen muss. Dass man halt einfach nicht vorrennt. Wir werden uns hier mal rankriechen. Langsam und sicher. Hoffentlich. Ja, okay. Wir lassen den Traktor in Ruhe. Wahrscheinlich sowieso nicht drin sein, weil ich vermute, der wäre längst weggefahren, wäre der Sprit drin. Und ja, deswegen hat die bestimmt schon jemand durchsucht. Haben jetzt leider keine Möglichkeit dazu, aber. Low Texture ist mir scheißegal. Folgt mich der Zombie noch? Nö. Also ihr seht, Zombies sind echt leicht abzuschütteln, auch wenn sie teilweise die größte Gefahr bieten. In Sackgassen. Sackgassen sind extrem gefährlich bei Zombies. Also ihr wisst nicht, wie oft ich schon durch Zombies in Sackgassen gestorben bin. Ist einfach so, wenn man ein Haus hochrennt, da denkt man, okay, ich habe eine volle Waffe, die kann ich schon irgendwie. Oh, geil, ein Fernsehturm. Die kann ich schon irgendwie bewältigen und ja. Das Problem ist, wenn man einfach schießt, dann kommen solche Horden, dann. Es wird einfach immer schwerer. So. Ich will jetzt erstmal raus aus der Stadt. Ich finde schade, dass ich keine Karte gefunden habe. Hätte ich gern. Man kann ja nicht alles haben. Und wir waren ja auch nicht lang, beziehungsweise viel hier. So. Ich werde mich hier jetzt ein bisschen im Schatten der Bäume aufhalten. Um nicht so leicht gesehen zu werden. Oh ja, bis jetzt läuft ja alles ganz gut mit den Spielern und so. So, jetzt blendet mich die Sonne ein bisschen, aber das passt schon. So. Ich werde jetzt gleich nach da vorne gucken. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Map ist eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Jo, ich glaube aber, das habe ich schon gesagt. Glaube ich.
gehen mal da oben hin zu dem Turm. Das könnte eine gefährliche Sniper-Position sein. Ich denke, es dürfte, ja, wenn noch kurz Sniper ist, dann dürfte das liegen. So. Davor gucken wir noch darüber. So, hier eine kurze Strecke. Kann ich mal mit Doppel-W rennen. Ich habe gehört, irgendwie ist es schlecht, wenn man längere Strecken mit Doppel-W rennt. Ich weiß nicht warum, aber so soll es sein. Ja. Ich hoffe auch, es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt so lange nicht mehr gebracht habe. Ich denke mal, ja, es dürfte dir gewöhnt sein. Wenn ich weiß nicht, ich denke mal, bin ich schon in der zweiten Folge. Ach, ich habe keine Ahnung, ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl, wenn ich zocke. Das glaubt ihr mir nicht. So, kann man unten drunter? Ich glaube, da kann man unten drunter. Hinwerfen. Guck mal da oben auf den Turm. Haben wir irgendwie Drogen genommen? War ziemlich lustig. So. Okay, ist nix. Wollen wir mal gucken, vielleicht liegt hier jetzt eine mega super overpowered Hammerwaffe. Ja, okay, eher nicht wahrscheinlich. So. Wenn wir gleich im Wald gehen, wo es auch ziemlich sicherer ist, ja, okay, sehr viel sicherer nicht, aber sicherer als in der Stadt, vermute ich einfach mal. Weil wir auch den Schutz der Bäume hat. So, mal gucken. Wollen wir mal wieder nach links und nach rechts gucken. Hier mit Altern läuft was schön geradeaus weiter. Ich hoffe, ich sag nicht zu wenig, ey. Ja. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Mein Gott. Gannon. Oh, ich glaube, ich kann das einfach auch nächsten Montag hochladen und sagen, das ist dieser Montag. eine Überlegung wert. Nein, mache ich nicht. So. Ich habe übrigens vergessen, wo der Turm ist. Ich glaube, der war in die Richtung. So, würde man sicher gehen, dass ich nicht doppelt wie renn. Ich dachte, da wird nach der Zeit langsamer oder so. Irgendwas war da, wenn wir gerade nicht mehr sicher. Achso, zu steil. Ich weiß nicht, was an dem Berg gerade zu steil ist, aber naja. So. Du. Weiß auch nicht, warum man das gerade so komisch sieht. Vielleicht was mit meinen Einstellungen zu tun, vielleicht was mit dem Server, ich habe keine Ahnung. So. Wir kommen uns jetzt hier näher. Ich habe keine Karte, ne? Ja. Können wir kurz gucken, wie viele Players drauf sind? Ja, ein paar auf jeden Fall. Ja. Ich dachte gerade, da steht Akre. Bei dem einen, wo Acer stand. Für die, die nicht wissen, Akre ist eine Modifikation. Für Arma. Es kommt übrigens auch bald, ja, es kommt bald, das, ja, im Laufe der Woche, sag ich mal, noch ein Video von einer Arma 2 Mission, da ich ja in einem Arma 2 Clan bin, wie wahrscheinlich noch niemand gewusst hat, außer jetzt irgendwelche Kumpels von mir, die das gucken, nur mit denen ich jeden Freitag ziemlich eine Mission mache und ja, habe ich auch immer mit aufgenommen, weil sie ja schön angeboten haben, ey, ihr könnt mal auch mit aufnehmen. Und ich meine, es waren echt doofer Mitschnitte und es hat schon 1,5 Stunden gedauert, also. Jo, wird auf jeden Fall mal mäßig lang. Ich denke auch nicht, dass ich irgendwann meine komplette Mission mit aufnehmen werde, was einfach zu lang ist. Das muss dann einfach zugeben. Ich meine, die Mission, ja, im Durchschnitt 5 Stunden. Das ist dann echt etwas lang. Muss man schon sagen. So, ich guck mal hier kurz, wie es mit Trinken aussieht. Oh, wir haben kein Trinken. Oh! Das ist sehr schlecht. Da müssen wir jetzt echt hoffen, dass wir da oben was finden. Ich glaube, wäre da oben jemand, hätten wir den schon gesehen. Oh. Ah, Sonne. Haben wir eine Uhr? Nein. Kompass? Nein. Jetzt haben wir überhaupt was? So, nicht, dass meine Tastenkram wieder zu, wenn du gerade gesponnen haben. Und deswegen nichts gesehen habe. So, wir sind ja schon ziemlich hoch.
Genau, da hinten wollte ich ursprünglich hin. Und es ist anscheinend etwas nebelig da unten, wie man sehen kann. Ja, eigentlich eine ganz schöne Idee. Vielleicht auch, dass man sich da einfach hochhocken kann und ja, einfach über alles herrscht, weil. Was willst du machen? Ich meine, das ist ein ganz kahler Berg. Wenn du oben mit Sniper hockt, hast du einfach keine Chance, da hochzukommen. Unmöglich. Der kann dich überall sehen und könnte der bis da runterschauen und da auch noch gut snipen. Dann, ja, war's das mit dem Spielspaß. So, wir haben auch nur 8 Schuss, soweit ich das sehe, oder? Haben wir noch zweimal? Nein, wir haben nur einmal 10, das heißt 8 Schuss. Und ihr seht hier. Hier, ja, bringt nichts mit dem Finger drauf zu zeigen. Hier unser Trinken und hier unser Essen. Blut und Wärme und so, ja. Wird knapp. Und anscheinend geht's in dem Server darum, viel Humanity zu haben. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil es eigentlich, ja, darum geht, Spieler zu töten. Und ich das eigentlich total komisch finde. Weil, ganz ehrlich, welcher Depp würde. Oder wer wäre blöd genug, in einer Zombie-Apokalypse andere Menschen zu töten, die einem vielleicht zum Überleben helfen könnten? Der Licht der Leiche, ist das eine Spielerleiche oder eine Zombie-Leiche? So. Ich werde einfach mal hochgehen. Ich meine, es ist nur ein Zombie, der hier ist. Ich kann einfach beeilen und hoffen. Beeil dich! Okay, das war eine scheiß Idee. Ich hätte schießen sollen. Aber ich kann die ganze Situation noch nicht so gut einschätzen. So. Upsala! So, schnell weiter hoch. Dann mich unbedingt verbinden. Okay, das ist allgemein so verbuggt. Jetzt verstehe ich, warum hier oben keiner ist, weil das alles verbuggt ist. Okay, auf jeden Fall ziemlich verwirrend. So. Wir haben noch ziemlich viel Blut, also sieht ganz gut aus. Jetzt stecken wir in der blöden Situation. Der Turm buggt und ich kann die Zombies nicht abschießen. Das ist richtig scheiße. Irgendwie Drop Down Ladder. Nein, lieber nicht. Da fahre ich wahrscheinlich ganz runter. Ist er. Headshot. Es waren ehrlich gesagt viel zu viele Schuss für einen Zombie. Das ist jetzt ehrlich eine richtige Scheißaktion. Jetzt kann ich da auch nichts mehr dran ändern, ne? Müssen wir jetzt mit fertig werden. Aber ich meine, der Kopf war echt verdeckt und ich wollte ihn noch mal nicht weghaben. Nicht, dass ich da noch ewig oben abgammeln muss. Und das ist aber langweilig. Vielleicht hat er auch trinken dabei, dann habe ich wenigstens eine Sorge weniger. Fürs Erste. Und wir sind nicht mehr im Kombat, Hammergeil. Das heißt, wir können uns wieder auslocken. WTF?
fuck, woher kommt der denn plötzlich? So, so soll es eigentlich gehen. Achso, der ist aufgestanden. Ah. Boah, wenn da jetzt keiner was dabei hat. Oh, total unnötig. Boah, habt ihr eine Ahnung, wie ich gerade erschrocken bin, weil ich gedacht habe, die Burg da unten wäre ein Spieler. Hui. So, ich werde es auch immer sprinten, damit ich einfach schnell wegkomme. Scheiß drauf, ob das nicht so gut ist oder nicht. Hui, schnell weg hier. Oh, schnell ist zweideutig. Nein, nicht zweideutig. Schnell ist gleich nicht schnell. Stehen da vorne, vor der Burg. Warum verschwimmt alles so komisch? Ach, keine Ahnung. Seht ihr das? Ach, keine Ahnung. Das ist voll buggy. So. Laufen wir wieder normal. Da bin ich wieder die Deckung der Büsche. Ich werde euch gleich mal Aufnahmestopp machen. Stell eine Folge hochladen, damit ihr wieder was habt. Nach dieser langen, langen Zeit. Boah, wie viele Wochen ist es? Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hammermäßig lang. Gothic 3 wird auch bald wieder kommen, aber das wird noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich zurzeit nicht so viel Bock auf das Spiel habe. Jo. Ich werde noch bis zur Burg gehen. Und dann noch reingehen. Weil, ja. Ich möchte euch jetzt nicht den Spaß nehmen. Irgendwie jetzt vor der Burg stehen bleiben und sagen, so, ihr könnt euch jetzt die nächste Folge angucken, um das zu sehen. Nee, so finde ich eigentlich hammermäßig kacke. Wenn dann so kommt, ey, hier kommt, müsst ihr nochmal die nächste Folge gucken, um das zu sehen, wie es weitergeht. Natürlich, es weckt natürlich Spannung und so, aber, oder die Neugierde, aber. Ja, es kotzt auch an. Wenn dann immer noch warten muss und ich meine, aber mir weiß ja nicht, wann die nächste Folge kommt. Ich meine, das konnte sich jetzt so Monate verzögern, bis die nächste Folge kommt. Muss ja nicht. Ich kann auch mal andere Karten zocken, wenn ihr das wollt. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Vorausgesetzt, ich bekomme überhaupt deinen Kommentar, aber ich denke hier einfach mal optimistisch, Leute. Und jo, das ist ja auch ziemlich unterschiedlich in den LP. Jetzt rede ich hier gerade voll wie am Stück und so und teilweise bin ich einfach leise. Ja, einfach leise. So einfach nix. Ach, das ist ein Stück Ruine. Ja, okay, Burg ist leider nicht, das ist eine Burgruine. Das stimmt schon. So. Ich weiß ja nicht, aber mir kommt das echt so vor, als wäre das eine ziemlich gute Sniper-Karte. Weil das ziemlich sniperhaft aussieht. Nee, wenn man sich einfach hier... Also es sieht so aus, als könnte man sich hier an vielen Orten gut verkriechen. So. Hier noch hoch. Dort ist noch ein kleineres Dorf. Das werden wir aber erst nächste Folge erkunden. Wenn ich ja schon ein bisschen in die Richtung gehen, wenn ich dran denke. Ah, hier geht's auch hoch. Klar, wenn wir jetzt da oben einen Sniper überrascht und den voll umbringen können und der so voll ausgerüstet ist, aber naja. Man sieht schon, das ist echt die perfekte Sniper-Stellung. Ich meine, ja, okay, es wird sich aber so hat. Ja, was wollen da denn die Gegner machen? Ganz im Ernst. Also ich meine, man hat übelst gute Deckung, man muss sie nur einmal hinlegen und ist eigentlich ja unabschießbar. Es hat auch nur einen Aufgang zu bewachen, wenn man dann noch irgendwie Minen oder so hat. Habt ihr eine Ahnung, wie der mich gerade erschreckt hat? Diesmal kein Zombie, sondern nur ein Skelett. Gut, doch, hast du was dabei? Ach, daneben nicht. So, keine Ahnung, wie der verreckt ist. Der schwebt nicht in der Luft. Sehr unerklärlich, wie man in der Luft schweben kann beim Sterben. Aber naja. Ich lasse dich da ja eingemummelt. Vor der Kälte. Das ist dann jämmerlich erfroren. Boah, ich dachte, ich fall jetzt runter, ey. Nee, ey.
nicht mehr raus. Oh, ich komme doch noch raus. Hammer geil. So, etwas in Richtung. Okay, ich dachte, ich habe was gehört. In Richtung kleine Stadt. Ah, die erkunden wir echt erst nächstes Mal. Die ganze Autofracks drin und so, und ist echt, ja, es ist nicht mal Stadt, ist nicht mal Dorf. Das ist der Glanz Kevlar. So, hier werden wir uns in den Bäumen verkriechen. So, hier in der Tenne hier legen wir uns hin und locken uns aus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Dayset hier. Und jo, bis dann, ne?